Der Mensch reagiert sehr sensibel auf Licht, Töne, Strahlung, Temperaturunterschiede oder auf andere externe und interne Faktoren. Insbesondere sind elektromagnetische Felder in ihren Formen und Auswirkungen für alle Lebewesen und für die Umwelt von großer Bedeutung. Erkennt der Mensch die Wirkung dieser Faktoren, so kann er seine Gesundheit und die Zukunft der Umwelt schützen. Besonders in den Städten ist der Mensch sehr gefährlichen elektromagnetischen Strahlungen ausgesetzt, die geopathogener, kosmischer sowie technischer Natur sein können. Bei den Pflanzen, die kosmischen und geopathogenen Strahlenbelastungen ausgesetzt waren, bestehen ebenso schädliche Auswirkungen. In den Stämmen großer Bäume entstehen somit degenerative Prozesse. Das heißt, es entstehen Tumore. Ihre Entwicklung verzögert sich, während bei den kleineren Pflanzen eine sehr geringe vegetative Entwicklung sowie Vertrocknung vorkommt. Die Ergebnisse belegen, dass Tiere in den Farmen, die Strahlenbelastungen ausgesetzt waren, häufig ein schwaches Immunsystem haben und an Bronchopneumonie, Dekubitus und Tumoren leiden und dass ihre Sterblichkeitsrate deutlich höher ist. Bei den Wohnsiedlungen, die auf geopathogenen und kosmischen Störfeldern gebaut wurden, spüren die Menschen gesundheitliche Probleme, an denen sie häufig auch frühzeitig sterben. Leider wird heute nicht darauf geachtet, wo die neuen Häuser gebaut werden. Beim Bauen von Hochhäusern wird das Grundwasser ausgepumpt, ohne dass man sich der Schädlichkeit der geopathogenen Störfeldern bewusst ist. So kann es später vorkommen, dass eine ganze vertikale Linie des Hochhauses geopathogenen und kosmischen Störfeldern ausgesetzt und für das Auftreten von Krankheiten verantwortlich ist. Die technischen, künstlichen Strahlungen, die man zunehmend in unserem näheren Umfeld vorfindet, gefährden ebenso Leben und Gesundheit des Menschen. Zu den künstlichen Strahlen gehören auch alle elektrischen und tragbaren Geräte, wie zum Beispiel Antennen des Mobil- und Richtfunks, Radarsysteme und andere elektrische Gegenstände, die der Mensch in seinem Alltag verwendet. Die Untersuchungen des Geopathologen Stojan Velkoski ergeben, dass über 90% der menschlichen Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf geopathogene und kosmische Strahlungen zurückzuführen sind. Bei über 95% der Fälle waren die untersuchten Personen schädlichen geopathogenen Störzonen durch den Aufenthalt in ihren Schlafzimmern und Arbeitszimmern ausgesetzt. Hallo, ich heiße Stojan Velkoski und bin Geschäftsführer des Instituts für Geobiologie und Ökologie, GAPE, aus Skopje, Mazedonien. Meine zweite Doktorarbeit behandelt das Thema elektromagnetische und geopathologische Störfelder, biologische Auswirkungen und Schutz. Mit diesem Forschungsbereich beschäftige ich mich professionell etwa 25 Jahre. Mit meinen ersten statistischen Erhebungen wurden 20.000 Personen und 8.000 Kühe, Stiere und Kälber erfasst. Die Ergebnisse meiner langjährigen wissenschaftlichen Studien belegen, dass elektromagnetische Strahlenbelastungen geopathogener oder kosmischer Natur sein können und dass sie sich destruktiv auf die Zellfunktion des menschlichen Organismus auswirken und dass dadurch verschiedene Krankheitssymptome auftreten, die auch zu frühzeitigem Sterben führen können. Ich habe selber Hochhäuser identifiziert, wo fast in jedem Stockwerk Menschen wohnen, die an Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Wenn man Blutzellen untersucht, die aktiven Mobilgeräten ausgesetzt sind, kann man in kurzer Zeit feststellen, dass die Erythrozyten träger werden, ihre Form ändern und sich münzenartig gruppieren. Bei den untersuchten Personen, die Strahlenbelastungen ausgesetzt waren, erhöht sich in kurzer Zeit der Hautwiderstand in Kiloohm. Das heißt, dass die normale Zellfunktion verhindert wird, was wiederum schädliche gesundheitliche Konsequenzen haben kann. Die Abschirmung gegen die schädlichen Strahlungsbelastungen mit einem technischen Gerät ist daher erforderlich. Ich habe 5 Jahre ein Team geleitet, das das Abschirmgerät
Bio-SPH-Neutralisator-Transformer herstellt. Bio-SPH bietet eine Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlungen. Der Schutz entsteht durch die Interferenz und Transformation der elektrischen Komponente des elektromagnetischen Feldes in eine Magnetkomponente. Die Untersuchungen der Funktion des Abschirmgerätes Bio-SPH wurden in einem Labor mit modernster Technologie, aber auch empirisch, das heißt radiästhesisch, durchgeführt. Das spezielle Abschirmgerät Bio-SPH ist meine Erfindung. Es ist klinisch getestet und weist bessere Ergebnisse als herkömmliche Abschirmgeräte auf. Durch die Anwendung des Abschirmgerätes Bio-SPH wurde in den Farmen die Sterblichkeitsrate bei Bronchopneumonie bei den Kälbern um etwa 73% reduziert. Der Dekubitus reduzierte sich um 80% und die Nutzung von Medikamenten wurde um 80% geringer. Bei den Personen, die geopathogenen oder kosmischen Strahlungen ausgesetzt sind, verschwinden bei der Nutzung des Abschirmgerätes Bio-SPH die Krankheitssymptome wie chronische Müdigkeit, Trägheit, Schlafstörungen, Nervosität und Schmerzen in verschiedenen Bereichen des Körpers, insbesondere Kopfschmerzen. Kranke Menschen heilen schneller und weniger Menschen werden krank. Bei den Schülern und Studenten verbessert sich der psychophysische Zustand. Die Kinder werden ruhiger, ihre Aggressivität nimmt ab und ihr Immunsystem verbessert sich. Die Anwendung des Abschirmgerätes Bio-SPH in den Arbeitsräumen zeigt eine bessere Konzentration der Mitarbeiter auf, sowie weniger Unfälle am Arbeitsplatz und weniger Krankschreibungen. In den PC-Zentren leiden die Menschen seltener an Kopfschmerzen und sie können sich besser auf ihre Arbeit konzentrieren. Nach der Abschirmung mit dem Gerät Bio-SPH zeigte die Blutanalyse, dass die Erythrozyten beweglicher werden. Trotz des Vorhandenseins schädlicher Strahlenbelastungen in dem Raum behalten sie ihre Form und die Polarität. Die Spannung des elektrischen Feldes gemessen an der Haut der Personen, die schädlichen Strahlenbelastungen ausgesetzt wurden, wird durch die Abschirmung mit Bio-SPH geringer. Durch die Anwendung des Abschirmgerätes Bio-SPH entsteht eine mehrfache Reduzierung des Feldes, insbesondere seiner elektrischen Komponente, bis zu 400 kHz. Die Untersuchungen der Räumlichkeiten eines Mobilnetzbetreibers, gemessen mit modernsten Messgeräten und mit einer Sonde von 10 bis 300 MHz, haben ergeben, dass mit dem Abschirmgerät Bio-SPH das elektrische Feld um 68% geringer wird. Diese Analysen belegen, dass es sich bei der Abschirmung gegen die schädlichen Strahlungsbelastungen mit dem Abschirmgerät Bio-SPH nicht um einen Placebo-Effekt handelt, sondern um eine wirksame wissenschaftlich-technische Lösung, dessen Analysen und Messungen im Institut GAPE Skopje dokumentiert worden sind. Das Abschirmgerät Bio-SPH besteht in verschiedenen Formen und wird im Wohnraum, im Schlafzimmer oder in dem Arbeitszimmer benutzt. Es ist uns überlassen zu entscheiden, ob wir unsere viele Millionen von Zellen in unserem Organismus von den schädlichen Störfeldern schützen wollen. Das Abschirmgerät Bio-SPH erhielt mehrere Auszeichnungen, Zertifikate, Attests von regierenden und nicht regierenden Organisationen und Einrichtungen, wie zum Beispiel eine spezielle Auszeichnung für besondere Errungenschaften in Fontana, Pittsburgh, USA im Jahre 1998. Der gesunde Mensch hat viele Wünsche, der Kranke hat nur einen Wunsch, gesund zu werden.